Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, der neue The Floor is Lava Modus von Midas ist endlich draußen und wir können somit das ultimative Hide and Seek machen, bei dem ihr euch versteckt und ich muss euch suchen und das bevor die komplette Lava aufsteigt. Mal gucken, wer am Ende das heftigste Versteck hat. Achso, wenn ihr mich supporten wollt, Creator Code Wannabe im Item Shop benutzen. Okay, Ladies and Gentlemen, willkommen zum ultimativen Hide and Seek heute und zwar machen wir ein Hide and Seek bei Mount Olympus. Präsentiert von Midas einfach. Heiße Sohle Edition. Das wird so geil werden. Alle Leute, die jetzt in der Runde drin sind, haben die Chance, sich zu verstecken. Und den Midas-Skin wieder zu gewinnen. Oh mein Gott, ich hatte die ganze HUD gerade nicht. Ihr kriegt jetzt von mir eine Minute lang Zeit, euch zu verstecken. Wir gehen bei Brawlers Battleground runter. Ihr landet alle bei Mount Olympus. Versteckt euch da. Cheatet nicht, seid fair, dann könnt ihr den Skin gewinnen. Ich weiß nicht, ob die Leute Solo, Duo oder Squad unterwegs sind. Ich lande mal woanders, ne? Warum? Weil hier gerade ein ganzes Team runtergeht. Oh Gott, haben sich schon welche disqualifiziert oder was? Sie verstehen manche die Regeln einfach nicht. Ich verstehe es nicht, Freunde. Ich rede doch Deutsch oder nicht? Sehr komisch einfach, was hier abgeht. Soll ich das demnächst Multilanguage machen? Hey, ich muss noch ein paar Sprachen lernen. Aufhören. Wer killt denn hier jemanden? Übrigens, wer irgendein killt oder der unfair spielt oder cheatet, wird natürlich wieder gebannt werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ist Ende im Gelände. Hey, Jungs! Oh Gott, Kero ist tot. Ja, die schießen. Komplettes Team, was schießt. Denn? Oh, Leute. Da muss ich erstmal Solo suchen. Schade, Marmelade, Schokolade einfach. Es geht schon wieder los. Warum spielt ihr so eklig? Aber der Name ist jetzt bekannt. Schade einfach. Ja, der Name des ganzen Teams ist bekannt jetzt. Ich glaube, das alles nicht mehr. Da war eben einer unter dir. Explosion sehen. Wir gucken gleich. Erstmal Vulkanexplosion hier. Es ist immer noch geil, Mann. War da unten einer? Ja, da auf der Treppe. Sie hat sich selber genockt. Achso. Ihr dürft übrigens auch Leute wiederbeleben, ne? Das ist in Ordnung. Aber ich werde das natürlich hören, ne? Was wird denn hier schon gebaut? Ist hier einer drunter? Wollt ihr meine Strategie hier machen, oder was? Hä? Ist der einer geschossen, oder war ich das gerade? Alter, was passiert? Nee, da hat jemand geschossen. Hallo? Was machst du denn hier, Fabio, Mann? Du sollst dich doch eigentlich verstecken. Das sieht jetzt schlecht für dich aus. Boah, der Arm ist wirklich sehr, sehr weit gefallen, muss man sagen. Guck dir diese Verstecke an. Oder soll ich wissen, ob hier einer ist oder nicht? Wie krank ist das bitte? Wir haben es hier mit Freaks zu tun, Mann. Mit Psychopathen einfach. Oh Gott, die ersten lüften schon. Ihr verlasst noch nicht den Ort. Bleibt hier, Leute. Ich sag euch gleich Bescheid, wann ihr den Ort verlassen dürft. Noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass wir außerhalb der Zone sind. Das ist eigentlich voll dumm gerade. Wieso schießen hier so viele? Okay, der ganze Server schießt gerade. Ich check. Okay, super. Ich werde einfach gekillt. Wer ist das denn? Wer schießt denn hier? Ey, der Code wird jetzt nicht mehr in den Chatroom gegeben. Ich glaube, die Leute verstehen es einfach nicht. Wisst ihr, was witzig ist? Ich habe jetzt herausgefunden, warum keiner mehr Bock hat, Lehrer zu werden. Die haben keinen Bock drauf, weil es hört eh keiner drauf. Ja, wir gehen jetzt alle zu Mount Olympus. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Es bleibt hier alles so, wie es ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. So, Kero. Wir gehen jetzt wieder an den Ort hier runter. Wir werden den nicht mehr per Name nennen. Der Rest, ich will jetzt 44 Leute da sehen. Du gehst woanders hin? Nein, ich habe gesagt, ich gehe diesmal nicht woanders hin. Gut so. Oh mein Gott, wie schön einfach. Guck dir diese ganzen Leute an, die alle in der Luft sind. Die wollen sich alle verstecken. So, wir nehmen noch kurz die Heilung mit und dann suchen wir. Leute, versteckt euch. Ihr habt noch ganz kurz Zeit. Dann geht's los. Hoffentlich ist die Zone diesmal gut zu uns. Ich habe sogar zwei Rifts am Start. Falls wir nicht in der Zone sind, können wir gleich alle zusammen riften, ich sag's euch. Ich bin mal sehr drauf gespannt. Das ist immer zwei. War das gut. In 18 Sekunden wird die Lava auf die Vorteilkarte treffen. Mal gucken, ob jetzt jeder fair spielt. Sieht aber erstmal so aus. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Hallo Freunde, das ist jetzt echt Pech, ne? Das ist jetzt wirklich Pech, Mann. Ey, das tut mir ja wirklich leid. Ich bin halt doof runtergekommen. Sonst hätte ich euch niemals gefunden. Ist das überhaupt der Lava-Modus? Ja, ne? Aber wieso kommt die Lava noch nicht? Ja, die kommt gleich. Ach, in 30 Sekunden, ja? Alles ganz ruhig. Okay, dann sind wir einfach nur early hier. Je früher, desto besser, oder? Wie siehst du das, mein Kumpel? Siehst du auch so, oder? Ich werf die einfach alle hier runter. Ich bin so ehrenlos, Mann. Aber so wirst du die am einfachsten los. Drei Leute habe ich schon gefunden. 3-0, Kero. Ich bin gleich da, dann
rasiere ich dich da. Na klar. Guck mal, ich gönne mir sogar hier das hier. So, und jetzt weiß ich genau, wo die Gegner sind. 13 Sekunden noch, Freunde. Dann ist es soweit. Ist das Zone? Das ist sogar gute Zone. Ah, komm, wir warten kurz. Ich will mir das angucken in Ruhe. Dieses wunderschöne Live-Event hier. Es geht los. Die Lava steigt. Boom. Es wird einfach nicht langweilig. Es sieht so geil aus. Würdet ihr sowas gerne mal in echt sehen wollen? Ich irgendwie schon, aber ich habe auch ein bisschen Angst so. Ich habe auch Angst vor Blitzen. Wie sieht das bei euch aus? Ist hier irgendeiner drin? Vulkanausbruch oder was? Jojo. Aber so auf Entfernung würde ich es gerne sehen. Ich würde da so mit dem Anzug hingehen, ne? Okay. Es schießt wieder irgendwo einer. Bist du das? Nee. Lol, hier ist einer. Oh Gott, entkommt. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Du musst leider stehen bleiben, mein Freund. So. Hier hat irgendeiner geschossen. Wer schießt denn hier? Könnt ihr nicht fair spielen oder was? So, die haben Sachen aufgeschossen. Jetzt werde ich langsam richtig sauer hier. Wer schießt denn hier? Oh, da ist noch einer. Haben die das Ding behoben? Das schießt nicht mehr durch Buildings durch. Bin enttäuscht. Mit dem geile Verstecke hier. Zu schade, dass ich euch schon gesehen habe, meine Freunde. Oh Gott, der ist sowas von tot. Ich hab ihn. Oh, Alter, geht so Rambazamba gerade. Ohne Spaß. Es sind noch 30 Leute, die hier versteckt sind. Mal gucken, was für crazy Verstecke jetzt dazukommen. Irgendein gehört, der hier abgehauen ist. So, ich habe 3 geholt. Ich habe 5. Oh Gott, du hast voll... Boah, du hast ganz Team gefunden. Oh, oh. Hier ist auch noch einer. Nein. Ich mach grad Quatsch. Lol, er ist tot. Zählt das? Er ist runtergefallen. Da rebootet jemand. Ja, hab ich auch gehört. Der Typ hat nur Angst vor Gott, Mann. Der hat wirklich nur Angst vor Gott. Okay, du hast ihn, glaube ich. Aber ich könnte ihn klauen. Aber ich schaff's nicht. Kero, du bist voll die Maschine geworden, Mann. Seit wann so gut, bitte? Lol. Oh, Lux habe ich gefunden. Ich glaube, der hat eben die Runde gewonnen einfach. Let's go. Oh, noch einer. Hä? Sophie, was ist passiert? Ist es vom Himmel gefallen? Okay, das war jetzt lol, komisch. Hier ist noch jemand. Ja, ja. Ich höre hier ganz viele irgendwie. Ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen aufmachen. Das ist so unfair mit den Blitzen, ne? Aber es ist halt so witzig. So, stehen bleiben. Dich hatte ich. Vielen Dank. Übrigens, damit das Ganze ein bisschen lustiger ist, ihr wisst ja, wir spielen The Floor is Lava. Das heißt, die Lava geht natürlich in der Zwischenzeit schon voll nach oben. Und die Leute werden über kurz oder lang sowieso ihre Verstecke aufgeben müssen. Ich glaube, da ist sogar noch einer drin. Oder? Oh mein Gott, hier hat jemand editiert. Lol. Und dann hättest du es sonst nicht gemerkt, ne? Nee, ja, okay. Sonst hätte ich es nicht gesehen. Krank. War aber noch irgendwo einer. Ist auch ein gutes Versteck. Bye, have a great time. Lol, haut ab. Oh, ich hab ihn aber. Peanut Butter. G-H-G. Jetzt hat also keiner irgendwo, eine Pumpgun dabei. Oh, wie irgendwo hier cool. Im Gebäude ist auch noch jemand. Okay. Ja, die haben ja schon krasse Verstecke, ne? Manchmal bist du auch unter Bild und so drunter. Man sieht es gar nicht. Ist hier noch einer drin? Sind leider nicht mehr. Doch, wir sind noch in der Zone. Oh mein Gott, was passiert denn? Der nächste Vulkan bricht aus. Wir müssen uns beeilen, Mann. Ihr spielt auf jeden Fall sehr fair. Ich bin sehr stolz auf euch. Wollte ich euch nur gesagt haben. Sehr, sehr stolz bin ich gerade. Dass diese Chaos-Klasse es doch am Ende vielleicht schafft. Oh, der nächste Vulkan bricht aus. Die halbe Map ist voller Lava gerade schon. Ich weiß, wo welche sind. 100% sind hier welche. Ich würde hier campen. Hä, sind die hier drin? Ob hier keiner ist? Leg doch den alten Wannabe nicht rein, Mann. Das sieht auch sassy irgendwie aus. Oh, lol, was ist das für ein Versteck, bitte? Oh mein Gott, 10.000 IQ-Play versteckt. Alter, ist das krank, dass ich das gefunden habe. Ist geisteskrank. Junge, was hab ich hier gefunden? Sag nicht, hier ist noch irgendwo einer drin. Das ist doch geisteskrank. Was war das denn für ein Versteck, bitte? Ich glaube, die hätten die Runde sonst gewonnen. Wusste ich doch, dass hier noch jemand drin war. Aber das ist noch nicht vorbei, oder? Ist hier sonst noch irgendwo einer? Hier ist sogar noch jemand. Ich höre hier noch einen steppen. Crazy. Sehr, sehr crazy. Aber sehr gutes Versteck, Mann. 20 Leute noch am Leben. Das ist bis jetzt unsere beste Runde hier. Aber wir finden halt auch keinen mehr. Streng dich mal mehr an. Guck in jede Ecke. Versuch's doch. Ja, ja, das ist das Problem. Die sind halt wirklich in jeder Ecke.
Ich bin bestimmt schon an manchen vorbeigelaufen. Ich hätte schwören können, da wäre auch. Nächste Zone ist jetzt nicht mehr dran. Wir haben noch 30 Sekunden, die zu suchen. Was mache ich hier gerade? Ich höre hier jemanden, aber ich sehe ihn nicht. Ich höre jemanden. Aha. Ist hier einer drin? Da ist wirklich einer drin. Oh Gott, die haben sich weggeschossen. Die haben sich weggeschossen. Nein, ich treffe ihn nicht. Oh mein Gott, wie schlecht. Aber er kann trotzdem nicht abhauen. Er hat eigentlich schon verloren. Marshmallow, schade, Mann. Da hat sich einfach und niemand leider getroffen. Versteckt. Schade, Marshmallow, aber sehr gut gespielt, Mann. Du wärst fast entkommen. Was ist das denn hier? Da ist hier noch jemand versteckt. Jan, Alter. Dich hätte ich auch fast nicht gesehen. GG, mein Freund. Wie sieht denn die Lava aus? Können die sich woanders überhaupt noch verstecken? Oder ist das das Ende hier? Wäre fast Ende schon. Die kommt hier vorne schon hoch. Ja, die haben noch ein bisschen Zeit aber, oder? Mit hochbauen im Baum verstecken. Ich würde sagen, Leute, damit ihr jetzt noch die Chance habt, lauft mal alle los, versteckt euch nochmal neu. Ich werde hier kurz ein bisschen warten. Wir machen das direkt. Es sind noch 16 Leute am Leben. Wir machen kurz Killpause. Und dann geht's so, gleich weiter. Ist das ein Medkit oder so? Das Einzige, was ich dabei habe, sind Waffen. Du musst dich verstecken. Los, 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 los. Der vergeudet hier Zeit, die er nicht hat. Guck dir das doch an. Das ist alles voller Lava, mein Freund. Ich werde jetzt auch die AR, glaube ich, brauchen. Okay, ich würde sagen, ihr habt noch 5 Sekunden zu verstecken. 5, 4, 3, 2, 1. Meins. Wir müssen weitermachen. Die Zone ist leider zu krank gerade. Da vorne ist noch einer. Wir müssen leider weitermachen, Freunde. Wir haben keine andere Wahl. Die Lava ist schon unter meinen Füßen, ey. Ich glaube, der ein oder andere Hase konnte sich vielleicht noch ein bisschen safen. Oh mein Gott, der ist so low. Die Bäume sind doch drin, Mann. Noch sind die Bäume drin. Der hat auch keine Chance. Der ist auch genockt. Dominik, Mann. So knapp, Alter. Also theoretisch gesehen könntet ihr auch außerhalb der Zone einfach campen, ne? Ihr könntet bei Mount Olympus auch noch drin sein. Das wäre mir eigentlich auch egal. Das wäre auch eine Form des Gewinns gewesen. Guck mal da oben. Wo? Oh. Alter, was ist das denn für eine Giga Sky Base? Aber wie ist der da hochgekommen? Der hat ja angefangen bei der Statue zu bauen. Ist der weggeflogen? Der ist tot, oder? Der fliegt gerade runter. Der ist, glaube ich... Nee, der ist noch nicht tot. Der hat doch nicht getroffen. Der hat sich einfach... Krank. Einfach krank. Einige bauen hier Skybase. Hey! Ich würde sagen, wenn die letzten beiden oder die letzten drei erreicht sind, geben wir den Waffen und dann können die mal Killduell machen. Weil jetzt mit Verstecken ist es halt ziemlich schwierig geworden. Aber ihr solltet euch bis dahin noch verstecken. Frag mich, wo die anderen alle noch sind. Ja, weiß ich auch nicht. Da habe ich den nächsten gefunden. Oh, er baut sich noch ein. Das ist den anderen unfair gegenüber. Ja, wo ist er hin? Er ist geriftet? Nein, der hat Blitz eingesetzt. Schade, Phoenix Pro 7. Pro 7? Ich wusste nicht, dass Pro 7 hier dabei ist. Hast du noch welche gefunden? Ah, die fliegen da hinten. Ja, die fliegen da hinten. Die sind in der Luft alle. Das ist krank. Aber wenn ich einen treffe, dann wird er runterfallen. Das war's. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele killen. Wie viele sind es denn jetzt noch? Kann einer mal die Zahlen durchgeben? Wie viele Teams sind es noch? Es sind noch 5 Gegner auf jeden Fall. 5 Teams. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die Mitte. Ey, guck mal, da ist sogar Loot Drop. Ich werde dann einfach Waffen hinlegen und dann machen wir ein schönes Kill-Duell am Ende mit den letzten dreien hier. Lol, was ist das denn hier? Ich bin in der Lava gelandet. So, ich mache hier ein kleines Podest. Ich lege die ganzen Waffen hin. Aber ich gehe noch ein bisschen in die Zone rein. Ihr könnt euch jetzt die Sachen sneaken. Kommt zu mir. Ich bin der Irre, der hier in der Mitte baut. Ich droppe hier einfach Sachen. In jede Ecke ein bisschen. Ich werde versuchen, dass es ein bisschen fair ist. Ich würde sagen, jeder, der hier ankommt, darf nur eine Waffe nehmen. Nur eine Waffe, Leute. Nur eine Waffe. Sonst kommen die anderen nicht mehr hier hin. Achtung, die Lava kommt noch, ne? Ja. Ich gehe wieder nach oben. Okay, er hat seine Waffe schon. Ich weiß gar nicht, ob der andere es noch schaffen wird, die Waffe zu nehmen. Okay. Eine Waffe habe ich noch. Kann zu mir kommen, der Letzte. Du hast keine No-Skin, ne? Ich gebe dir die Waffe noch. Hier. Munition habe ich leider zu spät gedroppt. Ist mir gerade erst eingefallen. Tut mir leid. Oh, Lion ist runtergefallen. Ist nur noch 1 gegen 1 da. Okay. Da unten liegt sogar noch eine Waffe. Dann rifft sich jetzt und guckt mir das in Ruhe an. Wer wird das Ding gewinnen? Ladies and Gentlemen, der erste Hide and Seek Lava Skin. Nicht Skin Contest, Hide and Seek meine ich. Ist vorbei, ne? Es ist vorbei. Ist vorbei. Boss NCXX hat das Ding geholt und ich glaube, der hat heute schon mal gewonnen.
Ja, der hat heute schon mal gewonnen. Das heißt, er kriegt außer dem Mida-Skin einfach noch ein Skin. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Das ist der No-Skin gewesen. Du bist ja der Allerwildeste einfach. Alter, bist du wild unterwegs, Mann. Komm, kill mich einfach. Ich will nicht so sein. Schaller mich weg, Mann. Ab in die Lava mit mir. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne kostenlos ein Like und ein Abo dalassen. Am besten die Glocke aktivieren, Creator Code Wannabe benutzen. Und kommt mal auf Discord drauf, dann können wir zusammenspielen.